Autobild hat eine Pressemitteilung rausgegeben. Da geht es um Unregelmäßigkeiten bei BMW. Um was geht es da genau? Da geht es darum, dass das gleiche Institut, was bei Volkswagen schon festgestellt hat, dass Abgaswerte im Alltag deutlich höher sind als auf einem Prüfstand, das auch beim BMW X3 festgestellt haben. Welches Modell ist das genau, um was es da geht? Ist ein BMW X3 mit Allradantrieb und einem 2-Liter Dieselmotor, wie auch bei Volkswagen. Wie muss man sich dieses Prüfprozedere auf so einem Prüfstand vorstellen? Auf einem Prüfstand, das ist komplett normiert. Das heißt, das Auto fährt auf sogenannte Rollen, damit die Räder sich drehen können, der Motor arbeiten kann. Es wird hinten Abgas abgefangen und gemessen. Und das ist ein vorgeschriebener Testzyklus, der dort gefahren wird, mit relativ niedrigen Drehzahlen, relativ niedrigen Geschwindigkeiten, der aber für alle Autohersteller gleich ist. Jetzt wurde ja bei VW festgestellt, dass es dort eine Software gegeben hat, die im Grunde genommen gemerkt hat, dass sich ein Auto auf dem Prüfstand befindet. Ist das bei BMW ähnlich? Diese Software hat erstmal jedes Auto drin. Das ist auch notwendig, damit, wenn ein Fahrzeug auf dieser Rolle fährt, beispielsweise ABS, ESP-Sensoren nicht ausschlagen und da etwas runterregeln, was nicht runtergeregelt werden soll. Der Unterschied bei Volkswagen zu allen anderen Herstellern, zumindest nach jetzigem Kenntnisstand, ist aber, dass dieses Programm nicht nur erkannt hat, ich bin auf einem Prüfstand, sondern dann auch das Abgas runtergeregelt hat. Ist das bei BMW dann auch so oder wie erklärt man sich da die höheren Messwerte? Also BMW sagt, das ist nicht so. Ich kann da mal gerne zitieren. BMW sagt ganz konkret, es gibt bei BMW keine Funktion zur Erkennung von Abgaszyklen. Alle Abgassysteme bleiben auch außerhalb des Abgaszyklus aktiv. Also BMW weist diesen Verdacht, dass dort auch manipuliert würde, von sich. Und die Abweichung erklärt sich daher, dass in einem Zyklus natürlich ganz anders gefahren wird als im reellen Straßenverkehr. Das kennen wir ja schon von Verbrauchswerten, wo der NEFZ, der neue europäische Fahrzyklus, ja relativ niedrige Werte und damit auch niedrige CO2-Ausstöße suggeriert. Wenn man so allerdings im Alltag fahren würde, würde man zu Recht von anderen Autos angehupt werden. Ein generelles Problem ist allerdings, dass zwischen den Prüfstandsfahrten, also sprich einer Abgasnorm, und dem Fahren auf der Straße es tatsächlich einen Unterschied gibt. Und da ist VW letztendlich nur der Erste gewesen, der da durch Zufall irgendwo an den Pranger gestellt wurde, mit der zusätzlichen Eskalationsstufe. Es wurde vorsätzlich manipuliert. Das wissen wir bei anderen Autoherstellern nicht. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass andere auch so dämlich waren. Aber man wird, glaube ich, grundsätzlich darüber reden müssen, inwieweit Norm und Alltag tatsächlich miteinander zu tun haben, ob man Normen anpasst. Oder ob auch Autohersteller möglicherweise verpflichtet werden, zusätzliche Technik, teurere Technik in Autos reinzupacken, damit diese Normwerte auch tatsächlich im Alltag geschafft werden.